Hallo, liebe DeFi-Degens und Yieldfarmer-Chats, herzlich willkommen zu meinem Sonntagsvideo über Krypto und professionelles Yieldfarming. Schön, dass du dich entschlossen hast, mein Video heute einzuschalten. Und falls du neu hier bist, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also heute mal aus einer etwas anderen Umgebung. Ich bin eigentlich im Urlaub auf einem Boot an der Ostsee. Und eigentlich wollte ich jetzt mal ein paar Tage ausruhen und entspannen, aber der Kryptomarkt hat ja tatsächlich offenbar eine andere Idee gehabt und ist jetzt von Donnerstag auf Freitag oder nein, ich glaube, es war von Mittwoch auf Donnerstag total abgeschmiert, zumindest die allermeisten Kurse sind abgeschmiert und da hat es offenbar bei dem einen oder anderen die Reaktionen gegeben. Da hat der ein oder andere gedacht, oh, jetzt geht wahrscheinlich der Bärenmarkt los, denn alles bricht zusammen. Und ich habe eben auf YouTube von dem einen oder anderen, also vor allem unter anderem, glaube ich, auch von mir gehört, irgendwie, ja, Bärenmarkt ist nahe, weil wir sind jetzt hier schon am Market Top und die Marktsituation ändert sich und ihr müsst Gewinne mitnehmen und so. Und ja, dann gehen auch pünktlich ein paar Tage danach die Kurse total runter und klar ist total verständlich, dass man dann also Sorge hat, dass jetzt irgendwie der Bärenmarkt kommt und dass man also auch ganz schnell aus allem raus will. Also ich gebe dazu gleich meine persönliche Einschätzung ab. Was ist also passiert? Es hat eigentlich, glaube ich, drei wirklich schlechte Nachrichten gegeben. Und zwar für den Kryptomarkt zumindest hat es schlechte Nachrichten gegeben. Und zwar war natürlich das erste, das große, große Thema: Elon Musk, Tesla akzeptiert jetzt keine Bitcoin mehr für Autos. Das heißt also, soweit ich weiß, ich glaube, es gibt keinen Autohersteller außer Tesla, der Bitcoin akzeptiert hat. Also kann man jetzt keine Autos mehr kaufen für Bitcoin. Und das ist ja insofern erstaunlich, dass also Tesla gerade noch, ich meine, das ist vielleicht 2 Monate her oder so, verkündet hat, dass sie irgendwie jetzt Bitcoin akzeptieren als Zahlungsmittel und Elon Musk auch irgendwie öffentlich verkündet hat, dass er eigentlich Bitcoin toll findet und jetzt nach 2 Monaten plötzlich tritt irgendwie dieses Umweltthema in den Vordergrund und man sagt irgendwie, also Tesla sagt also, sie sind zunehmend besorgt über die darüber, dass also der Bitcoin immer mehr Kohleenergie aufwendet, um das Netzwerk, also ne, verbraucht immer mehr Kohleenergie. Und das ist ja aus Umweltgründen, also aus Umweltsicht total bedenklich. Und insofern hat man also beschlossen, jetzt doch keine Bitcoin mehr zu akzeptieren, ne? Also ganz ehrlich, für mich ist das irgendwie ein totales Rätsel. Warum, also war es damals schon eigentlich, warum überhaupt der ganze Kryptomarkt so positiv auf die Nachricht reagiert, dass Tesla jetzt Bitcoin akzeptiert für Autos? Ist das wirklich so eine große Sache? Ich meine, haben wir wirklich jetzt alle im Kryptobereich vorgehabt, irgendwie Teslas zu kaufen, weil wir jetzt Bitcoin zu viel haben? Und wenn wir wirklich einen Tesla kaufen wollten, hätten wir den wirklich mit Bitcoin bezahlt? Ich meine, haben wir nicht was Besseres mit unseren Bitcoins vor, als ein Auto zu kaufen und unsere Bitcoins jetzt an Tesla abzugeben? Ich meine, wir sind doch hier zum Hodeln. So, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja, also die Sache mit der Umwelt, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein großes, großes Problem mit Bitcoin. Es ist auch so, dass der Bitcoin, also es gibt viele Argumentationen, die quasi das Ganze entkräften und die sagen, also Bitcoin verbraucht hauptsächlich grüne Energie oder verbraucht Energie, die sowieso überschüssig ist oder fördert quasi die Entwicklung von grünen Energien, weil also grüne Energie ist sehr viel günstiger als jetzt Kohle und so weiter. Das sind alles ganz nette Argumente. Das ist auch alles irgendwo vielleicht ein bisschen richtig, vielleicht auch nicht. Der entscheidende Punkt ist aber, es ist wirklich so, dass das Bitcoin-Netzwerk darauf aufgebaut ist, dass Energie verschwendet wird, beziehungsweise dass viel Energie verbraucht wird. Und das Ergebnis ist relativ überschaubar. Man hat irgendwie eine Handvoll Transaktionen pro Sekunde, die dieses Netzwerk abbildet und es verbraucht Unmengen an Strom. Und natürlich, wenn man es aus der Vogelperspektive betrachtet, wenn man es aus der Umweltperspektive betrachtet, ist das eigentlich Quatsch, weil man kann diese ganze Energie auch für ganz andere Sachen aufwenden, beziehungsweise man könnte sich die ganze Energie sparen und stattdessen einfach irgendwie auf die herkömmlichen Infrastrukturen setzen und sagen, also die Banken schaffen das mit viel weniger Energie oder die Banken verbrauchen zwar mehr Energie, aber was weiß ich, haben 10.000-fachen Durchsatz an Transaktionen
Und insofern, was soll das mit dem Bitcoin, weg damit so? Das kann ich verstehen. Dieses Argument unter natürlich nur der Voraussetzung, dass man mit dem aktuellen Bankensystem und der Effizienz dieses Systems einverstanden ist. Und wenn man damit dann schon einverstanden ist, dann ist natürlich der Bitcoin wirklich eine Riesenenergieverschwendung. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, dann ist der Bitcoin wahrscheinlich sehr gut aufgewendete Energie und so ein Trade-off. Und dann kann man diese ganzen Argumente machen. Also das kann ich irgendwie alles ein bisschen nachvollziehen. Aber was ja jetzt total komisch ist, das ist der Bitcoin, diese Situation, über die ich jetzt gesprochen habe, die gibt es ja schon ganz, ganz lange. Und diese Vorstellung, dass also Energie, Verschwendung im Bitcoin-Netzwerk passiert, die ist alt, die gibt es schon ewig und auch gab es die natürlich schon vor 2 Monaten. Und als also Elon Musk eingestiegen ist oder als Tesla irgendwie quasi verkündet hat, dass jetzt Bitcoins akzeptiert werden und dass Tesla auch Bitcoins kauft, war das alles schon bekannt. Man hat das eben trotzdem gemacht und jetzt 2 Monate später ist auf einmal alles anders. Und da gibt es für mich eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das ist einfach nur eine Marktmanipulation. Ganz klar, weil wenn die das damals schon gewusst haben, ne, dann ist das doch, also dann ist es doch einfach nur ein fadenscheiniges Argument jetzt, nach 2 Monaten zu sagen, so Umwelt und wir haben jetzt irgendwie mit Bitcoin nichts mehr am Hut. Plötzlich. Und wir gucken uns andere Kryptowährungen an, die vielleicht nicht so viel Strom verbrauchen und damit dann direkt schon wieder die Grundlage setzen für die nächste Marktmanipulation. Das ist so die eine Variante, wie man es betrachten kann. Und natürlich sollte man dann nicht auf Tesla hören und auch nicht auf Elon Musk. Und man sollte dann eben nicht seine Bitcoins verkaufen oder kaufen, weil Tesla jetzt irgendwie irgendwas mit dem Bitcoin macht oder nicht macht, weil man wird hier manipuliert. Und wenn man sich manipulieren lässt, ist man halt selbst schuld so. Die zweite Sache, die zweite Möglichkeit aus meiner Sicht ist jetzt, dass die halte ich für extrem unwahrscheinlich, aber okay, dass die das wirklich nicht gewusst haben. Also, dass Elon Musk wirklich, als er damals gesagt hat, so Bitcoin, wir nehmen jetzt Bitcoin bei Tesla und wir kaufen auch die ganzen Bitcoins, wir tun die alle in unsere Bilanz rein und dass wir halten das für eine super Idee und so weiter, dass er da einfach echt überhaupt keine Ahnung hatte, was von dieser ganzen Umweltthematik und jetzt erst langsam darauf gekommen ist, dass irgendwie der Bitcoin wirklich so viel Energie aufwendet. Und wenn das der Fall ist, dann ist es erst recht ein Grund, nicht auf Elon Musk und auf Tesla zu reagieren. So, und jetzt habe ich auch schon viel zu lange über das Thema gesprochen. Nur weil Tesla keine Autos mehr verkauft für Bitcoin, sind wir nicht in einem Bärenmarkt. So ganz einfach. Das ist irgendwie eine Marktsituation, die beeinflusst ist von den Gedankengängen von irgendwelchen Neulingen und von irgendwelchen Neueinsteigern vom Mainstream, die keine Ahnung haben. Und vergesst es einfach, ignoriert es. Das ist zumindest meine Meinung. Ich ignoriere das Ganze. Ab jetzt ist das Thema für mich durch. Tesla und Bitcoin. Und Elon Musk sowieso. Und die zweite schlechte Nachricht, die wir hatten diese Woche, war ja, dass was heißt schlechte Nachricht? Also Kurssturz wurde auch verursacht von Vitalik. Vitalik hat ja von den Entwicklern von dem ein oder anderen Memecoin, unter anderem Shiba Inu, quasi die Hälfte des Supplies geschickt bekommen, einfach so auf sein Wallet. Das muss man auch ganz klar nochmal sagen, also es ist nicht so, dass Vitalik da irgendetwas gegen machen konnte, denn wenn seine Adressen bekannt sind, kann jeder da was hinschicken. Auch ihr könnt eure Adressen veröffentlichen. Vielleicht schickt euch ja jemand was. Das kann man nicht verhindern. Das Geld kommt dann einfach bei euch im Wallet an und dann gehört es euch, ne? Und das ist Vitalik auch passiert. Der hat irgendwie quasi 50% vom Supply vom Shiba Inu bekommen und ich glaube von anderen Memecoins auch. Und dann waren die irgendwie 15 Milliarden Dollar wert. Und dann hat er also irgendwie beschlossen, ich will jetzt loswerden, ne? Also weil das ist ja einfach auch wirklich irgendwie, ich sag mal, viel Verantwortung auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird er natürlich auch ein bisschen ausgenutzt, weil egal was er in der Situation macht, er wird ja irgendwie den Markt beeinflussen, ne? Also wenn er es behält, dann ist 50% vom Supply weg, dann geht die Rechnung von den Leuten auf, die diese Memecoins rausbringen. Wenn er die vernichtet, also wenn er die burnt oder so, das kann man ja an irgendeine Adresse schicken, auf die keiner Zugriff hat,
dann hat er also quasi den Wert dieser Tokens dadurch erhöht, dass die Hälfte vom Supply für immer weg ist. Das heißt also, die Gefahr, dass Vitalik irgendwie alles verkauft, ist weg. Die Tokens, der Supply hat sich halbiert, Wert steigt so. Und die dritte Variante, die er dann auch gemacht hat, ist, alles verkaufen ist ebenfalls quasi relevant für den Preis, weil wenn er alles verkauft, geht der Preis runter, haben wir jetzt auch gesehen. Und die Tokens werden dadurch wertlos und er hat es dann relativ gut gemacht. Er hat dann einfach irgendwie verkauft. Die Sachen sind, also das Geld, der Erlös, der ist quasi an gemeinnützige Einrichtungen gegangen. Hat sich also nicht selbst bereichert, insofern, dass er also quasi das Geld für eigene Zwecke behalten hat. Er hat es nicht in Ether umgetauscht, zum Beispiel, wäre ja auch eine Idee gewesen, hätten wir ja vielleicht alle was von gehabt, aber muss ja nicht sein. Und also er hat also auf jeden Fall quasi so das kleinste aller Übel gewählt. Und natürlich ist das in gewisser Weise auch ein Selbstzweck, weil er hat ja zum Beispiel die gemeinnützige Einrichtung, an die er gespendet hat, selber ausgesucht. Und sicherlich ist da in irgendeiner Form beeinflusst das ja auch dann seine Reputation oder was weiß ich, also seine Beliebtheitswerte oder so an der Stelle, wo er es hingespendet hat, kann man also sagen, ja, hat er sich irgendwie doch in die eigene Tasche gewirtschaftet, aber ist natürlich echt weit hergeholt, ne? Und also das ist so eine Sache, jedenfalls auch da, ne? Also Kurse alle runtergepurzelt, weil irgendwie jetzt der Dogecoin und der Shiba Inu und die ganzen anderen und dann hat es irgendwie noch andere Sachen mit runtergezogen und so weiter. Ja, aber mal ehrlich, das ist doch kein Bärenmarkt. Also ein Bärenmarkt ist, wenn irgendwie ein neues Narrativ kommt, wenn irgendwie jetzt die Stimmung kippt im Bereich Bitcoin und da, also finde ich jetzt die Tesla-Story schon eher geeignet, um jetzt einen Bärenmarkt einzuleiten. Ich glaube auch wirklich, dass der nächste Bärenmarkt, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, also aus meiner Sicht, dass der nächste Bärenmarkt quasi, dass das Narrativ des nächsten Bärenmarkts sein wird, Umwelt. Denn der Bitcoin ist eine Umweltsünde, das kollidiert oder das koinzidiert quasi sehr schön mit den Interessen der, ich sag mal, Staaten, Regierungen und so, die ja ohnehin den Bitcoin wahrscheinlich irgendwie eher eindämmen wollen. Wir haben also quasi auch, wir haben also eine super Vorlage, eine Steilvorlage bekommen jetzt, also die haben eine Steilvorlage bekommen von Elon Musk mit der Idee, also Bitcoin ist eine Umweltsünde. Und dieses Argument trifft, und das stimmt in gewisser Weise, denn Bitcoin verbraucht Energie in sehr hohem Maße und es ist tatsächlich auch so, dass es die allermeiste Energie, die da aufgewendet wird, eben nicht aus grünen Energiequellen kommt, sondern eher aus schwarzen Energiequellen. Und alle Argumente, die das irgendwie abschwächen, bestätigen es im Grunde eigentlich nur, denn die ganze Energie, die in den Bitcoin einfließt, die kann auch in andere Sachen einfließen, so. Und das läuft also quasi schön parallel, die beiden Interessen. Auf der einen Seite möchte man gerne irgendwie den Bitcoin sowieso abschaffen bzw. einschränken. Auf der anderen Seite hat man Klimaziele, die man erreichen will. Also Klimasteuer auf den Bitcoin oder was weiß ich, ein Verbot oder mehr Regulierung oder man macht einfach zwei Bitcoins, den grünen Bitcoin und den schwarzen Bitcoin. Dann kann man auch direkt die ganzen Geldwäsche-Sachen einführen und sagen, ja, und wenn wir schon dabei sind und unterscheiden beim Bitcoin, ob der eine grün ist und der andere schwarz, dann kann man auch sagen, ja, und der war mal irgendwie quasi irgendwie bei der Terrorismusfinanzierung drin und der andere Bitcoin war womöglich mal bei Geldwäsche drin oder so. Und dann hat man quasi alles irgendwie, alles in einen Pott, dann wird das einmal umgerührt und dann kommt eben raus, Bitcoin einschränken, Bitcoin verbieten, Börsen regulieren und so weiter. Und dann ist man quasi so an dem Punkt, wo für eine Zeit lang zumindest Bitcoin irgendwie eher so unbrauchbar wird. Und es kann natürlich auch dann dazu führen, dass zum Beispiel so Blockchains, wie jetzt zum Beispiel die Binance Smart Chain oder irgendwie andere von zentralen Exchanges gesteuerte Blockchains, womöglich sogar von Banken gesteuerte Blockchains, wer weiß, ne, irgendwie kommen, die natürlich dann sagen, ja, und wir haben hier eine Blockchain entwickelt, die ist viel umweltfreundlicher als der Bitcoin und obendrein können wir alles kontrollieren und wir haben Einblick darin und so und
Ne? Also dann kommen quasi privatwirtschaftliche Interessen mit politischen Interessen zusammen und das könnte alles möglicherweise den nächsten Bärenmarkt befeuern. Aber wird das jetzt passieren, weil Elon Musk was getweetet hat? Wird das passieren, weil Vitalik irgendwie Coins dumpt? Nee, wird es nicht, sondern man wird einfach jetzt mal abwarten müssen, wie in den nächsten Wochen sich dieses Narrativ vom bösen Bitcoin, vom Umweltsünder Bitcoin, wie sich das weiterentwickelt, ob sich das durchsetzt, ob das dazu führt, dass die Politik irgendwie reagiert. In den USA, in Europa, in anderen Ländern. Und wenn sich das also auf diese Weise weiterentwickelt und Regulierungen kommen und Steuern kommen, dann sind wir wahrscheinlich im neuen Bärenmarkt. Aber nicht, weil diese zwei Sachen passieren. Und die dritte Sache, die irgendwie dazu noch geführt hat, dass die Kurse runtergegangen sind, das ist, dass Binance jetzt von der in den USA quasi, dass da Ermittlungen stattfinden. Das war bei Bloomberg ein Artikel. Ich zeige das jetzt auch mal ganz schnell, weil das ist irgendwie schon auch wichtig. Hier ist mein Bildschirm. Dann, wo haben wir es denn hier? Bei Bloomberg war das. Binance faces probe by US Money Laundering and Tech Sleuth. Und das heißt also hier, dass Justice Department, die IRS, also das Finanzamt quasi von den USA, untersucht jetzt Binance wegen hier Geldwäsche und quasi Steuerhinterziehung. Und dann steht aber hier auch relativ kleinlaut schon direkt drin hier, the federal agencies haven't accused Binance of wrongdoing, also haben das nicht, also haben jetzt nicht quasi Anklage erhoben oder Anschuldigungen gegen Binance irgendwie geäußert, sondern es ist eher so, dass wenn man diesen Artikel hier liest, es ist sehr, sehr viel FAT in diesem Artikel, aber wenn man genauer liest, geht es eigentlich nur darum, dass also jetzt untersucht wird, ob einige Leute bei Binance irgendwie in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren. Und wir reden hier nicht von Mitarbeitern von Binance, sondern wir reden von Kunden von Binance. Und dass das der Fall ist, da gehe ich doch mal sehr stark von aus, weil Binance ist irgendwie eine der allergrößten Börsen der Welt. Und da werden jetzt nicht nur Heilige traden, sondern da werden auch Leute traden, die irgendwie Geldwäsche machen oder Steuerhinterziehung machen und so weiter. Und die werden hier sicherlich auch irgendwie fündig werden, aber das ist natürlich jetzt kein Vergehen von Binance selber, sondern im Gegenteil, also wenn Binance irgendwie hier quasi mithilft, dass diese Leute auffliegen, dann ist im Prinzip jetzt Binance hier überhaupt nicht in Gefahr. Aber dieser Artikel, der liest sich natürlich erstmal so, dass irgendwie jetzt hier also bei Binance ermittelt wird, ob da irgendwie Geldwäsche und Steuerhinterziehung passiert ist. Und ja, was heißt das dann für Binance, den größten Exchange? Muss man da jetzt raus? Muss man sich Sorgen machen und so? Nee, muss man nicht. Also es hat nur auch dazu geführt, dass viele Leute Angst gekriegt haben, also dann auch um die Binance Smart Chain oder so. Keine Ahnung, Wahnsinn. Also es ist echt viel los gewesen diese Woche, aber das Allermeiste davon kann man eigentlich, glaube ich, komplett ausblenden. Dann ist aber eine Sache hier so durchgegangen und ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Sehr, sehr, meiner Meinung nach, also etwas, was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Und zwar hat Tether jetzt quasi zum ersten Mal dargestellt, wie sich deren Rücklagen zusammensetzen. Ne? Also Tether, der Stablecoin, der ja 1 zu 1 durch US-Dollar gedeckt ist, wo die Firma Tether ja angeblich für jeden USDT einen US-Dollar irgendwie haben soll, was ja se sich seit Jahren hinzieht, dieses Thema, dass also Tether wahrscheinlich nicht für jeden USDT, der irgendwie in deren Geschichte hier ausgegeben wurde, auch einen US-Dollar auf dem Konto haben. Diese Geschichte, die zieht sich ja schon seit Jahren hin und wir haben hier einfach jetzt, also es ist jetzt so, dass die New Yorker Staatsanwaltschaft ja quasi untersucht hat, ob das der Fall ist und das hat sich ja dann im Februar, glaube ich, war es auch so aufgelöst, dass also die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung rausgegeben hat, in der dargelegt wurde, dass Tether tatsächlich nicht durch Dollar gedeckt ist und dass das alles Riesenbetrug ist und so weiter, aber wie aus irgendeinem sehr verwunderlichen Grunde wurde ja dann keine Anklage erhoben. Ne? Also
ist ja eigentlich total unlogisch. Also auf der einen Seite, die Staatsanwaltschaft sagt, dass irgendwie da Betrug vorliegt, hat Beweise gesammelt, hat Beweise vorliegen, aber erhebt keine Anklage. Versteht kein Mensch. Also verstehe ich wirklich nicht. Und das hat natürlich dann bei Tether dazu geführt, dass man gesagt hat, so, ja, ist alles Quatsch, ne? Die behaupten das, aber es stimmt alles gar nicht und die können ja viel behaupten und wir haben tatsächlich wir haben tatsächlich also genug Rücklagen, um die USDT zu decken. Das ist das, aber auf der anderen Seite wurde ja auch ein Deal gemacht zwischen der der New Yorker Staatsanwaltschaft und Tether und in diesem Deal war enthalten, dass Tether ab jetzt regelmäßig die Zusammensetzung der Rücklagen veröffentlichen muss. Und das ist jetzt zum ersten Mal passiert. Und zwar mit Datum zum 31. Mai. Ich meine, wir haben jetzt März, ne? 31. März. Wir haben jetzt Mai, Mitte Mai. Man hat also so lange gebraucht, offenbar, um diese ganzen Rücklagen zusammenzustellen. Und herausgekommen ist jetzt das hier. Das ist das Dokument, ne? Das ist das offizielle Dokument. Es ist eine Seite und es sind irgendwie ein paar, es sind zwei Kuchendiagramme und diese zwei Kuchendiagramme sind also folgendermaßen: Man hat hier 75% Cash, Cash Equivalents, Short Term Deposits, Commercial Paper. Und dann hat man noch ein paar andere Sachen so. Wenn man jetzt mal dieses eine Viertel hier komplett ignoriert, ne, und sich nur mit den 75%, das ist das hier, also Cash, Cash Equivalents und so weiter, wenn man sich damit beschäftigt, dann sind die nochmal aufgeteilt und das allermeiste davon sind sogenannte Commercial Paper, ne, und Cash dagegen sind 3,87%. Also wir haben jetzt 3,87% von 75% von, schauen wir doch mal, Marktkapitalisierung 58 Milliarden, Marktkapitalisierung 58 Milliarden Dollar, ja genau, also wir haben hier 3,87% von 75% von 58 Milliarden sind also tatsächlich US-Dollar Cash. Besonders witzig finde ich eigentlich, dass hier auch Treasury Bills, also T-Bills drin sind. Das sind irgendwie US-Staatsanleihen. Man hat also einen Teil tatsächlich von den Dollar in US-Staatsanleihen umgewandelt. Ganz lustig und Reserve Repo Notes und so weiter. Also im Repo Market irgendwas gemacht und so. Ist nicht wichtig. Also man hat echt fast überhaupt kein Cash. Ne? Muss man einfach klar sagen. Also 3,87% von 75% sind wahrscheinlich irgendwie 2,8% oder sowas oder 2,93%. Weiß ich nicht was. Ne? Also also man veröffentlicht jetzt hier quasi schon mal ganz knallhart. Es ist gar kein Cash dahinter. Hat man ja irgendwie vor ein paar Monaten noch behauptet, es sei alles eins zu eins gedeckt. Und jetzt ist es irgendwie tatsächlich nur 3%. Ne? Das ist das eine. Das andere ist so, Commercial Paper machen hier den größten Anteil aus. Commercial Paper, ich habe es mal nachgelesen, das sind tatsächlich das sind quasi, wie würde man das denn im Deutschen nennen? Forderungen, ne? Also ich glaube, es sind Forderungen an andere Unternehmen und oder Schuldverschreibungen anderer Unternehmen oder so. Wie auch immer, jedenfalls ist das kein Cash, sondern das ist etwas, was man zu bekommen hat, was die zu bekommen haben von anderen und zwar auch nicht und zwar von privaten Unternehmen, ne? Also nicht etwa von der US, also von der Fed oder irgendwem, sondern oder von der Bank, sondern ja, doch, könnte sein, aber jedenfalls ist das kein Cash, ne? Ist nicht auf dem Konto so. Wir haben also knapp 3% Cash von den 58 Milliarden, was ja schon eine ganze Menge ist, aber es ist bei weitem nicht so viel, wie jetzt an Tether da im Kryptospace zirkuliert. Und das ist eine echte Gefahr für den ganzen Krypto-Space meiner Meinung nach. Und jetzt sind wir auch nicht mehr im Bereich von FAT, wie das die letzten Jahre immer war. 2017, 18 ist ja auch der Kryptomarkt kollabiert.
Auch unter anderem aufgrund von Tether-FUD, also dass quasi da das erste Mal offengelegt wurde, der Verdacht, dass also Tether gar nicht gedeckt ist. Und damals ging es, glaube ich, um 2 Milliarden oder sowas. Jetzt geht es um 58 Milliarden Dollar, die also wahrscheinlich nicht existieren im Kryptomarkt, denn wir haben hier also den Tether, das ist jetzt zurzeit die siebtgrößte Kryptowährung überhaupt, mit einer Marktkapitalisierung von 58 Milliarden, wenn man mal schaut. Das entspricht also lustigerweise, der Dogecoin hat eine noch höhere Marktkapitalisierung, jedenfalls seit neuestem. Das würde also heißen, dass zum Beispiel die Hälfte vom Binance Coin vom BNB verschwinden würde, ja, mehr noch als die Hälfte, ne? Aus dem Markt verschwinden würde. Also es würde ungefähr, wenn jetzt also der Tether, wenn das jetzt nicht die, wenn das sich jetzt auswirken würde, dann würde quasi etwas mehr, also mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte vom Binance Coin an Marktkapitalisierung aus dem Markt verschwinden. Nehmen wir also mal an, der Binance Coin oder der Cardano oder der Ripple würde jetzt komplett aus dem Kryptomarkt verschwinden. Das würde schon eine ganz schön große Verwerfung bedeuten. Und das ist aber bis jetzt noch nicht passiert, weil das würden wir natürlich ganz anders merken als jetzt so ein 10%, 15% Dip. Und diese Angelegenheit hier, die nehme ich sehr, sehr ernst, denn wir haben es jetzt hier schwarz auf weiß von den Leuten, die das wissen müssen, nämlich von Tether selber. Das ist jetzt nicht mehr FUD, dass irgendjemand über Tether behauptet, das und das ist der Fall und man weiß nicht, ob das wirklich stimmt, sondern Tether selber hat veröffentlicht mit zwei Kuchendiagrammen, dass sie wirklich nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz wirklich mit US-Dollar gedeckt sind. Das ist eine Sache, die kann man in seiner Bedeutung meiner Meinung nach gar nicht überschätzen. Es ist ganz normal, dass der Markt darauf jetzt im Moment nicht reagiert, weil es funktioniert ja alles. Der Tether ist immer noch im Umlauf. Der Tether funktioniert auch zurzeit sehr gut. Der tut seinen Job. Wenn man Tether hat und man möchte Dollar haben, geht man zum Exchange, tauscht das Ganze um. Oder wenn man Tether hat und Euro haben möchte, kann man zum Beispiel zu Kraken gehen oder zu Binance gehen, das umtauschen, abheben und ist irgendwie. Hat also quasi sein Geld. Und solange das so funktioniert, wird es wahrscheinlich beim Tether auch keine Probleme geben. Und der Markt wird einfach weitermachen. Aber wenn, das ist so meine persönliche Einschätzung, hier an dem Punkt irgendetwas schief geht, wie zum Beispiel, dass die US-Staatsanwaltschaft, dass da irgendeine Behörde Anklage erhebt, dass die Leute von Tether irgendwo verhaftet werden auf der Welt, dann wird das Ganze in die Mainstream-Medien gehen, dann wird man genauer schauen, was ist der Tether, dann wird nach und nach rauskommen, dass das eigentlich nur Luft ist, die da drin ist. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, Commercial Paper können ja auch in irgendeiner Form einen Wert haben, aber das spielt dann nämlich auch keine Rolle mehr, ob da wirklich was hinter ist oder nicht, weil wenn dieses Ding auffliegt und wenn das in den Medien unterwegs ist, dann wird das natürlich der größte Bankraub aller Zeiten, da wird viel drüber berichtet und das wird dazu führen, dass die Leute ihr Geld wirklich wiederhaben wollen, dann werden diese 3% Cash hier nicht ausreichen, es werden noch ganz andere Sachen passieren, zum Beispiel bei Curve und bei diesen ganzen dezentralen Exchanges und so mit den Stablecoin-Pools und so weiter und das wird also ein Riesenproblem werden, wenn es denn soweit kommt und wenn also hier quasi ein kleiner Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Und darüber mache ich diese Woche nochmal ein extra Video, habe ich beschlossen. Das wird quasi mein nächstes Video sein, wo ich jetzt also meine Strategie darauf ausrichte, dass der Tether wirklich nicht mit Cash gedeckt ist. Ne? Also das ist was, wir haben es schwarz auf weiß, wir müssen darauf reagieren. Wir können das nicht ignorieren. Wir können nicht einfach sagen, der Kryptomarkt ist, der hält das irgendwie aus oder das kann man ignorieren und so weiter, weil wenn das Ganze hochgeht, dann haben wir es seit Wochen schwarz auf weiß vorliegen gehabt. Die Leute von Tether haben es uns gesagt und wir haben einfach so weitergemacht, das geht nicht. Also da muss man drauf reagieren. So, dazu werde ich nochmal ein Video machen. Es heißt aber auch nicht jetzt weglaufen, schnell weg hier irgendwie aus dem ganzen Crypto-Space und so, sondern man muss einfach jetzt clever darauf reagieren. Es wird irgendwie eine
Es wird irgendwie eine Strategie geben, die das Ganze irgendwie etwas neutralisiert. Natürlich wird das, wenn das auffliegt, ein Riesenproblem für den Kryptobereich. Aber natürlich wird auch Krypto nicht verschwinden, nur weil jetzt ein Player, ein großer Player hier irgendwie mogelt oder so, sondern es ist einfach dann irgendwie das nächste große Problem im Kryptobereich. Auch das werden wir irgendwie überstehen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man hierauf irgendwie reagiert, ne? So, das. Jetzt, warum glaube ich nicht an den Bärenmarkt im Moment? Also ganz einfach, es gibt ein paar Coins, wie zum Beispiel den Cardano oder auch der Polkadot, die hier ganz gut performt haben. Warum ist das so? Weil die haben im Grunde noch kein Produkt. Und die Hoffnung besteht ja, glaube ich, ein bisschen, dass jetzt also Tesla irgendwann oder Elon Musk irgendwann einen neuen Coin schillen wird. Und irgendwie da denken viele, ja, das könnte ja jetzt Cardano sein, weil Cardano hat ja keinen solchen Energieverbrauch. Oder auch Polkadot ist ja Proof of Stake, hat ja auch keinen solchen Energieverbrauch. Und vielleicht ist es ja auch der Dogecoin, weil Elon steht ja eh auf den Dogecoin und so weiter, ne? So, also es gibt irgendwie Hoffnung in dem Markt, es gibt eine Perspektive in dem Markt. Das Ganze ist also nichts anderes als eine richtig heftige Korrektur, die auch längst überfällig war. Und wir können eigentlich auch ein bisschen froh sein darüber, dass diese Korrektur stattgefunden hat, denn unser Bullenmarkt, der jetzt gerade ist, der Bull Market hat jetzt meiner Meinung nach erstmal eine kleine Verlängerung bekommen, denn diese ganzen Indikatoren, wie zum Beispiel der Bitcoin Rainbow Chart, ich rufe den mal gerade auf. Da ist es wieder ein kleines bisschen nach unten gegangen, wieder in den etwas kühleren Bereich. Und wir haben also jetzt erstmal eine kleine Verlängerung bekommen. Das kann sich natürlich schon direkt ändern nächste Woche oder mit den nächsten Meldungen, wer weiß. Ich glaube auch, dass es noch eine ganze Weile oder noch ein paar Tage runtergehen wird und dann wird es irgendwann auch wieder hochgehen. Das ist meine persönliche Einschätzung, so werde ich arbeiten. Aber ich habe mein Portfolio und meine Strategie ja sowieso auf Gewinnmitnahmen ausgelegt. Das habe ich ja in meinen letzten Videos erzählt und ich stehe da auch immer noch hinter. Also Gewinne werde ich nach und nach mitnehmen, aber ich werde jetzt nicht sofort alles verkaufen. Ich gehe nicht raus aus dem Kryptobereich. Ich werde aber meine Strategie daraufhin ändern, dass der Tether aus diesen ganzen Sachen hier, aus meiner Strategie irgendwie eliminiert wird. Das ist so meine Einschätzung von hier aus und ich hoffe, dass es jetzt noch mal ein, zwei Tage ein bisschen ruhig bleibt, dass ich irgendwie mich hier ein bisschen mal auf dem Wasser bewegen kann, dass ich mal ein bisschen segeln kann und dann freue ich mich, wenn wir uns, Moment, ich schalte noch mal um, so, und dann freue ich mich, wenn wir uns also nächste Woche wiedersehen. Ich werde meinen Stream noch, meinen Kanal noch ein bisschen ändern. Ich werde jetzt irgendwie mehr kurze Videos machen, aber inhaltlich dann eben knallhart, dass man also quasi knallhart komprimiert, dass man über einzelne Themen dann innerhalb von 10 Minuten so viel Input wie möglich kriegt. So als Ergänzung zum DeFi-Tutorial, das ja inzwischen so ein bisschen veraltet ist. Goose Finance und so spielt ja überhaupt keine Rolle mehr heute und also es hat sich auch total verändert. Das bringt also auch irgendwie nichts, so ein DeFi-Tutorial zu gucken, wo dann die ganzen Plattformen veraltet sind. Und ich werde das nochmal alles ein bisschen neu machen, dafür dann eben sehr viel theoretischer und aber eben dann auch allgemeingültiger. Und gleichzeitig mache ich jetzt immer, möchte ich jetzt ab und zu mal irgendwie mehr Markteinschätzung machen. Ich möchte mehr quasi aus meiner persönlichen Sicht erzählen. Und das mache ich dann eben in diesen Sonntagsvideos. Ich stelle auch irgendwie noch mal ein paar Yield Farming Strategien vor. Also das Ganze wird sich ein bisschen verändern. Dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt irgendwie wahrscheinlich die nächste Zeit ein bisschen weniger machen. Aber das Tether-Video, das mache ich auf jeden Fall noch. Das schiebe ich diese Woche nach.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Like, ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt eure Einschätzungen mal rein. Und ich freue mich echt über alles, was ich an Feedback kriege, weil der Kanal ist noch sehr klein. Und manchmal fühlt sich das so an, als würde man in so einer großen Kathedrale stehen, irgendwie reden und es schallt von allen Seiten, aber es ist nur das Echo. Naja, also ich arbeite dran. Es wird alles hoffentlich noch wachsen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.